Real Madrid hat in der vergangenen Sommertransferperiode keinen Cent für Transfers ausgegeben. Die Galacticos haben stattdessen mit den Verkäufen von Achraf Hakimi, Sergio Reguilón und so weiter knapp 100 Millionen Euro eingenommen. Nun bereiten sie sich wohl auf die nächste Transferperiode vor, bei welcher sie ordentlich einkaufen wollen. Drei mögliche Transfers empfanden wir bei unserer Recherche als besonders interessant. Diese decken wir für euch Stück für Stück nach dem Intro auf. Abgesehen von den drei eben genannten Transfers gibt es auch eine Menge andere Gerüchte. Beispielsweise sollen die Galacticos am Dortmunder Juwel Giovanni Reyna, Salzburger Talent Dominik Szoboszlai und an einer Rückkehr der Leihgabe Reynier interessiert sein. Außerdem soll der Weg für einen Wechsel von Isco freigeräumt werden und Mariano Diaz könnte wohl zu West Ham United wechseln. Auf diese Gerüchte wollen wir aber jetzt nicht weiter eingehen. Der erste Spieler im Visier der Galacticos ist wohl der Österreicher David Alaba. Während in der vergangenen Saison die Verteidigung der Galacticos die beste der Liga war, sind sie im Moment am Straucheln. Unangefochten ist in der Innenverteidigung Rafael Varane. Nacho Fernandes wird sicherlich weiterhin als Backup dienen. Eder Militao wird den Erwartungen in der Hauptstadt noch nicht zu 100% gerecht. Und Sergio Ramos Vertrag läuft nach dieser Saison ab. Laut Medienberichten sind beide Partien an einer Verlängerung seines Vertrages interessiert. Das täuscht allerdings nicht über die Tatsache hinweg, dass Sergio Ramos zum Beginn der nächsten Saison 35 Jahre alt sein wird. Somit würde ein Wechsel von David Alaba nochmal Schwung in die Innenverteidigung bringen. Er könnte abgesehen davon, dass er mit seiner Qualität helfen könnte, den Konkurrenzkampf und somit die Leistung der anderen Spieler ankurbeln und möglicherweise Ramos entlasten und ablösen. Dem Mittelfeld der Spanier könnte ein neuer Transfer ebenfalls zugutekommen. Hier stehen wohl Pogba, Camavinga und Kanté auf der Wunschliste. Im Moment ist auf der zentralen Position der noch junge Federico Valverde, Luka Modric und Toni Kroos. Valverde und Kroos sind in einem guten Fußballalter. Während Valverde noch eine lange Karriere vor sich hat, ist Toni Kroos mit 30 Jahren schon in einer guten Verfassung, anders als Luka Modric, der mittlerweile 35 Jahre alt ist. Sein Vertrag läuft am Ende dieser Saison aus. Zidane ließ anklingen, dass er an einer Verlängerung mit Luka Modric interessiert wäre. Und auch Modric möchte wohl seine Karriere bei Real Madrid beenden. Allerdings sagte Modric, dass er dem Verein keine Probleme bereiten möchte. Naja, und die drei möglichen Spieler haben wir schon genannt. Pogba ist 27 Jahre alt und wäre wohl für 60 Millionen Euro zu haben. Mit seinem enormen Werbepotenzial würde er auch sicherlich einiges an Geld in die Kassen spülen. Anders sieht es bei Eduardo Camavinga aus. Der Youngster ist erst vor kurzem 18 Jahre alt geworden und spielt bei Stade Rennes mit der Nummer 10 auf dem Rücken. Da sein Vertrag 2022 ausläuft, könnte es gut möglich sein, dass Stade Rennes ihn jetzt schon verkauft, um nochmal gut Geld einzunehmen. Der Marktwert von Camavinga beträgt im Moment 50 Millionen Euro. Der letzte auf der Liste ist auch der älteste. Mit 29 Jahren würde N'Golo Kanté einiges an Erfahrung zu den Galaktischen bringen. Er ist bekannt für seine ruhige und ehrgeizige Art und Weise, auf und neben dem Platz. Mit Real Madrid und Inter Mailand wird er von der Elite des europäischen Fußballs gejagt. Lampard möchte Kanté wohl für einen Verbleib überzeugen. Und zu guter Letzt fehlt noch der Angriff. Mit Karim Benzema haben sie einen 32 Jahre alten Stürmer. Mit Luka Jovic und Mariano Diaz, zwei nicht wirklich zündende, jüngere Stürmer. An Jovic ist wohl der AC Mailand interessiert. Diaz könnte zu West Ham United wechseln und Benzema nähert sich langsam dem Ende seiner Karriere zu. Und deswegen stehen hier wohl zwei Stürmer auf der Wunschliste und die Priorität ist wohl bei Kylian Mbappé. Sein Vertrag läuft 2022 aus und er selber sprach sich wohl für einen Wechsel aus. Somit wird er seinen Vertrag allen Anschein nach nicht verlängern und das bedeutet, dass Paris es sich nicht leisten kann, ihn noch eine Saison zu behalten, sondern wird ihn für möglichst viel Geld verkaufen wollen. Die Schmerzensgrenze bei Real Madrid soll wohl bei 120 Millionen Euro liegen. Allerdings können wir uns vorstellen, dass Real auch etwas tiefer in die Tasche greifen würde. Mit Kylian Mbappé hätten sie dann einen 22 Jahre alten Superstar, welcher in den nächsten Jahren sich zu dem Besten auf der Welt entwickeln kann.
Wenn sie Kylian Mbappé nicht kriegen, liegt der Fokus wohl auf Erling Braut Haaland. Der 20 Jahre alte Superstar der Dortmunder hat einen Vertrag bis 2024. Laut Medienberichten allerdings auch eine Klausel, welche es ihm ermöglicht, ab dem Sommer 2022 für 75 Millionen Euro zu gehen. Heißt, wenn Dortmund in diesem Sommer dicht macht und einen Wechsel zu Real Madrid verhindert, könnte es gut sein, dass er eine Saison später für weniger Geld geht. Da bleibt die Frage, für was sich Dortmund entscheidet. Eine Saison weniger mit Haaland, dafür aber mehr Geld einnehmen, oder eine Saison mehr und dafür weniger Geld. Was meint ihr? Wird Real Madrid nach der nächsten Sommertransferperiode mit Alaba, Pogba und Mbappé in die neue Saison gehen? Oder halten sie sich aufgrund der momentanen Krisenlage etwas zurück? Wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt. Und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Bis zum nächsten Video und bis dann.